Wir tauchen einen Unitag lang ins Leben von Theologiestudenten ein. Jetzt aber erst mal frühstücken. Sollen wir noch irgendwie beten oder? Nein. Leonie, Vinzenz, Nikolas und Frank studieren an der Uni München evangelische Theologie auf Pfarramt. Ein Fach, über das viele Mythen kursieren. Eine Reaktion fand Vinzenz besonders heftig. Ja, dann meinte einer, also er würde ja lieber sich die Pulsadern durchschneiden, als Theologie zu studieren, weil sein Leben einem Gott zu opfern oder eine Institution wie der Kirche, die ja auch so viel Böses in der Vergangenheit gemacht hat, wie die Kreuzzüge oder die Hexenverbrennungen, dafür würde er niemals sich investieren wollen. Die vier hören oft schräge Kommentare zu ihrem Studienfach. Wir haben uns umgehört, wie sich andere Studis einen typischen Theologiestudenten vorstellen. Theologie. Verwirrt. Spießig, sehr still und immer mit einer Bibel vielleicht. Und natürlich auch regelmäßig in die Kirche geht. Vielleicht Sohn von einem Pfarrer. Brille. Oh, Frank, es tut mir leid. Polunder. Eher nicht so schick angezogen, Jogginghose. Und so ganz klassisch mit einer dicken Kreuzkette. Was meinen die vier? Was ist dran an diesen Mythen? Theologiestudenten glauben alle wirklich an Gott. Oh, ja. Schwierig. Man zerlegt diesen ganzen Glauben so sehr, dass man irgendwann auch mal an den Punkt kommt, selber daran zu zweifeln. Man wird erst irgendwie von seinem Glauben so ein bisschen abgebracht, finde ich tatsächlich. Und entdeckt ihn aber dann irgendwie ganz neu. Das ist, finde ich, das Spannende, auch gerade an der Universität, dass man da eben nicht sagt, so müsst ihr glauben, sondern dass es ein Prozess ist, der Glaube, der wächst und sich wandelt. Aber ich würde schon behaupten, dass die Leute, die Theologie studieren, vor allen Dingen, weil die meisten doch dann irgendwie Richtung Pfarramt gehen, an Gott glauben. Nur ob das jetzt der biblische Gott ist oder ob das jetzt so ein bisschen philosophischer gesehen wird irgendwie alles oder eine ganz andere Variante gefahren wird, das ist immer so menschenabhängig. Was man auf jeden Fall spätestens zur Magisterprüfung sein muss, ist Mitglied der evangelischen Kirche. Und was steht jetzt auf dem Lehrplan? Wir haben jetzt Altes Testament Lektüre. Also das ist ein Lektürekurs, wo wir quasi unser Hebräisch einfach auf dem Laufenden halten. Genau. Alte Sprachen wie Hebräisch, Altgriechisch oder Latein spielen eine wichtige Rolle im Theologiestudium. Bekol le babkem u bekol, ob ihr ihn von ganzem Herzen liebt und mit all eurer Seele. So ungefähr, inhaltlich ja. Die Sprachen sind deshalb sehr wichtig, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass jede Übersetzung gleichzeitig eine Interpretation darstellt. Das heißt also, wenn ich nur eine Übersetzung hernehme, dann wird die nicht beliebige Offenheit des Textes stark eingeschränkt. Auf die Art und Weise, dass ich jetzt auf den Urtext wieder zurückgehen kann, das Hebräische, darin sind ja die größten Teile des Alten Testaments verfasst, kann ich deshalb nachschauen, auf welche Art und Weise die Übersetzer auch diese Offenheit schon eingeschränkt haben. Und es ist natürlich ein super Eisbrecher auf jeder Party. Also die Mädels stehen total drauf, wenn man denen auf Hebräisch was rezitieren kann. In 2 Stunden ist der Lektürekurs zu Ende. Dann erzählen uns die Studis, wie klischeemäßig Theologenpartys ablaufen und was dran ist am Mythos, kein Sex vor der Ehe. Aber jetzt geht's erstmal zu Dogmatikprofessor Jörg Lauster, um mehr über die Studieninhalte zu erfahren. Das Theologiestudium besteht nur aus Beten. Das ist leider falsch. Beten ist im Theologiestudium ein sehr geringer Anteil. Im Theologiestudium befasst man sich mit den Inhalten des Christentums, wie es geworden ist, welche Lehren im Christentum gelehrt werden und was man dann daraus in der Praxis macht. Das heißt, das ist eher anstrengendes Denken als Beten. Neben den Sprachen sind die zentralen Fächer Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, systematische Theologie und praktische Theologie. Auch Religionswissenschaften und Philosophie stehen auf dem Stundenplan. Das Studium dauert etwa 5 bis 7 Jahre. Wer Pfarrer werden möchte, muss zusätzlich zum Magister auch noch eine Prüfung bei der Kirche ablegen und dann ein 2-jähriges Vikariat in einer Gemeinde absolvieren. Zurück zu Vinzenz und den anderen. Der Hebräischkurs ist zu Ende. Und wie war's? Furchtbar. Es gab noch mal richtig Anschiss, weil wir später so schlecht übersetzt haben. Nein, Spaß. Alles gut.
Für Leonie, Nikolas und ihre Kommilitonen steht jetzt im Fachschaftszimmer ein Planungstreffen an. Für den jährlichen Theologenball, der in einigen Wochen in der nahen Markuskirche steigen soll. Wir müssten vielleicht 4 Leute fragen, die im Altarraum quasi das vortanzen, während er das ansagt. Also das ist wirklich wichtig, damit die das unten verstehen. Aber das ist ein bisschen unbegabt. Also das Wichtige ist halt, er sagt das quasi an. Wie wild geht es auf so einer Theologenparty eigentlich zu? Das sind doch alles schüchterne Bücherwürmer, oder? Theologiestudenten trinken höchstens mal Messwein. Also Messwein. Wir trinken schon Wein, würde ich sagen. Und höchstens mal ist, glaube ich, auch nicht so ganz wahr. Man theologisiert auch sehr gut mit einem Promillegrad Gretchen höher. Also von dem her, ich glaube, das ist ein richtiges Stereotyp hier. Genau. Also ja, es wird in der... Dorothea sagt, viele denken, dass man mit dem Theologiestudium quasi ins Kloster eintritt. Spaß verboten und Erotik sowieso. Theologiestudierende haben keinen Sex vor der Ehe. Gut. Also das stimmt auf gar keinen Fall. Sex ist immer Thema. Ich glaube, Sex ist bei allen Leuten Thema. Auch wir reden gerne über Sex, aber wir werden halt oft konfrontiert damit, ihr dürft ja nicht, ihr könnt ja gar nicht. Ihr müsst ja, ihr könnt gar nicht heiraten oder ihr müsst heiraten. Nein, vollkommener Quatsch. Jeder darf das frei entscheiden, so wie er möchte. Jeder kann da machen, was er will, solange alle einverstanden sind, ist es genauso wie bei allen anderen Menschen. Ortsbegehung. Hier in der Unikirche predigen öfter mal die Theologieprofs von Leonie und den anderen. Und hier wird die Theologenparty steigen. Das Motto dieses Jahr: Hollywood. Genau, diesen roten Teppich, den wir jetzt vielleicht von der HFF bekommen, haben wir so überlegt, so hier reinzulegen. Und durch. Und dann entweder hier links oder rechts unsere Fotowand zu machen. Oder? Ich glaube, das wird ganz cool werden. Noch so ein falsches Klischee: Nicht alle Theologiestudierenden gehen jeden Sonntag in die Kirche. Diese 4 würden sich immer wieder für evangelische Theologie entscheiden. Ein Fach, mit dem man Religion unterrichten oder als Pfarrerin oder Pfarrer eine Gemeinde leiten kann. Wir haben Geschichte, wir haben Archäologie, wir haben Kulturwissenschaften, wir haben Literaturwissenschaften. Also diese allumfassende Bildung, die man erlangt, das ist, finde ich, sehr besonders für unseren Studiengang. Und wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über die Mythen irgendwie, aber generell ist dieses, wenn man das Thema des Theologiestudiums irgendwie schon so ein Eisbrecher und man kommt immer irgendwie mit den Menschen in Kontakt und das mag ich total gerne. Auf jeden Fall haben die 4 ein Fach mit exzellenten Jobchancen gewählt. Für angehende Pfarrerinnen und Pfarrer gibt es viel mehr Stellen als Bewerber.